Wir sprechen heute über das Cleansing Gelee von Bayer und Söhne. Ich habe ja immer schon von dem Unternehmen geschwärmt, denn ich mag die Philosophie von denen. Die haben halt einfach auch gute Produkte, die sich eben in der Community auch rumgesprochen haben, sind aber nie so direkt im Fokus, weil sie eben nicht so viele Produkte raushauen und auch oftmals nicht so viel Produkte produzieren, was dann zur Folge hat, dass eventuell Produkte halt auch einfach ausverkauft sind. Das ging mir schon ganz oft so. Eigentlich wollte ich mir noch das Retinol dazu kaufen zu dem Produkt hier, aber das war sowas von ausverkauft, könnt ihr euch nicht vorstellen. Da lohnt sich tatsächlich immer erst so im Nachhinein reinzugucken, denn die Sachen werden irgendwann wieder aufgefüllt. Das kenne ich schon ein bisschen länger. Und wer Shenya kennt, also Inkipedia auf YouTube, der weiß, sie hat auch so ein Produkt. Und das habe ich mir vor 2 Jahren oder so schon mal... Es ist schon so lange her, ist ja auch egal. Ich habe keinen direkten Vergleich mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Denn ich weiß nicht mehr, wie Shenyas Produkt performt hat. Ich werde es auf jeden Fall mal unters i legen, was ich zu den Produkten gesagt habe. Aber es ist so vom Preislichen her ähnlich, ne? Und ich wurde auch schon gefragt, ob ich das ein bisschen teuer finde. Ich finde, man kann sich auch mal was gönnen. Zum einen, ja, die Reinigung muss nicht viel kosten. Aber hier hat man halt wirklich auch wirklich gute Öle verwendet. Und so die ganze Formulierung ist halt echt einzigartig. Das ist so ein bisschen klebrig. Ich mag das mehr, als wenn es zu flüssig ist. Klebrig ist vielleicht das falsche Wort, eher zäh macht es eher, also durch das, dass es so ein Gelee ist. Es ist so ein bisschen zäher auf der Haut, durch das kann man eben auch eine gute Massage machen. Klar, das kann man bei dem dünneren Öl auch machen und das ist einfach nur eine Empfindungssache. Aber ich kann das bei diesen zäheren Produkten, kann ich das einfach ein bisschen mehr genießen, finde ich. Ich nehme den Löffel. Den müsst ihr nicht dazu kaufen, ihr könnt auch die Finger nehmen. Ich nehme den Löffel her, gehe einmal ins Produkt rein und lege das dann im Deckel ab. Und ich finde, das hat halt wirklich schon so, das ist so einfach, das ist so bequem. Wer das Produkt an sich nicht kennt, das ist hier so ein bisschen gelblich. Und was ich an Bayer und Söhne halt einfach gut finde, ist, dass sie echt großen Wert auf die Inhaltsstoffe legen. Also man kann sich hundertprozentig sicher sein, dass man hier eben gute Inhaltsstoffe hat, man zahlt halt dementsprechend auch viel, ne? Ich kann mir halt vorstellen, dass Bayer und Söhne in nicht ganz so hohen Chargen produziert, was eben zur Folge hat, dass der Preis ein bisschen höher gelegen ist. Sieht man ja auch an Shenyas Marke, die Produkte sind ja auch ein bisschen höher, preisiger. Es ist halt ein Schritt für mich am Abend, der essentiell ist. Jetzt bin ich heute geschminkt, probiere ich mal aus, wie es ist mit Schminke, wie gut das runtergeht. Aber es müsste in der Regel einfach easy runtergehen. Ich habe da bis jetzt mit gar keinem Produkt Probleme gehabt. Ich verwende auch keinen Make-up-Entferner mehr, sondern nur sowas. Und nehme das halt mit einem Mikrofasertuch runter, mit warmem Wasser meistens dann auch. Und da bleibt halt gar nichts auf dem Gesicht übrig. Die erste Anwendung war echt einzigartig, muss ich sagen. Also da habe ich auch richtig gemerkt, wie meine Haut schön durchfeuchtet und beruhigt war und gut vorbereitet, vor allem auf die Feuchtigkeitspflege, die ich danach drauf gemacht habe. Also es hat sich halt echt danach richtig gut angefühlt. Und meinen Sonnenschutz kriegt es einzigartig gut runter. Aber da muss ich auch sagen, das kriege ich auch mit anderen öligen Produkten. Deswegen wähle ich das Öl meistens am Abend, weil da habe ich ja den Sonnenschutz vom Tag drauf und der lässt sich halt mit einem öligen Produkt ganz gut runternehmen. Also ich finde den Preis richtig gut. Ich werde mir das Produkt auf jeden Fall auch nochmal kaufen. Es wird aber für mich kein regelmäßiges Produkt, muss man an der Stelle auch sagen, ne? Denn die Reinigung muss nicht viel kosten. Allgemein Skincare muss nicht viel kosten, aber wenn du Wert legst auf hochwertige Inhaltsstoffe, bist du halt bei Bayer und Söhne ganz gut aufgehoben und ab und zu mal so ein Goodie irgendwie in deiner Skincare-Routine drin haben, ist ja auch richtig gut und so ein bisschen
hebt auch so ein bisschen dieses luxuriöse Gefühl. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, es wird immer so hochgehalten, wenn Produkte aus Glas sind. Es ist trotzdem ein Rohstoff, muss man an der Stelle sagen, und es ist halt trotzdem kein Recyclingglas. Nee, das will ich jetzt nicht sagen, aber es kommt nicht wieder in den Kreislauf. Also du kannst nicht das komplette Produkt, wenn es leer ist, irgendwo abgeben, dass es nochmal aufgefüllt wird. Denn nur so macht ein Glascontainer auch Sinn. Ne? Also, weil das ja relativ dick hier auch ist und schwer, ist es halt so, dass hier recht viel Material verwendet wurde. Auch bei den schweren Plastikdeckeln täuscht man sich ganz oft. Und ich habe da schon dem einen oder anderen gesagt, so, das spielt keine Rolle, ob das in Plastik oder in Glas ist. Glas ist halt so ein bisschen luxuriöser, aber es ist nicht unbedingt nachhaltiger. Es ist erst nachhaltig, wenn das in der Form nochmal irgendwie in den Kreislauf kommen würde und nochmal ein Produkt reingefüllt werden würde. Aber wie will man das abgeben? Ne? Das ist auch nochmal so eine Sache. Ich mag das total gerne. Ich liebe das Produkt. Ich feiere das gerade jeden Abend, muss man sagen. Und ja, ich war auch davor ja immer schon ein großer Fan von Bayer & Söhne, weil sie eben viele Informationen auch auf der Seite zur Verfügung stellen, was ich richtig cool finde und das recht einfach auch erklären. Ich kann es euch empfehlen, guckt euch das Produkt an. Ich werde euch bei uns mal unten in die Infobox reinpacken. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Von mir gibt es morgen ein weiteres Video. Ich sage danke fürs Einschalten. Gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und hinterlasst einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.